Und herzlich willkommen zur Folge Nummer 20 an jeden Tag etwas gestrickt und an jedem Tag etwas weiter rangetrieben. Nee. Also, wie gesagt, ich kann euch fertige Projekte zeigen, weiter gestrickt ist, nichts Neues angeschlagen ist. Bei was kribbeln. Habe ich ja jetzt auch nicht dabei. Habt ihr beim letzten Video gesehen. Was ihr jetzt nicht sehen tut, dann wisst ihr, was es genau war. An dem Mistrick habe ich ein bisschen weiter gestrickt, ja. Dann fangen wir mal an. Und zwar Fertigprojekte. Fangen wir mal in der Reihenfolge an. Und zwar war ich bei jeder Socke bei der ersten. Die Kindersocke in der Schuhgröße 30. Ich mal das hier. Also, hier ist der Marker. Und bis. Also, hinter der Ferse. Also, die Ferse war fertig. Die Bumerangferse und habe die Spitzen nur noch gemacht. Eins rechts, eins links. Bündchen. Einen Schaft. Eine Bumerangferse und eine Spitze. Habe ich jetzt bei jedem gemacht. Mit einer Nadelstärke 2,5. Und hier ist die zweite. Da kommt jetzt noch die Teddybären dran. Die ich hoffentlich da auch noch bekomme. Ja, dann Paar Nummer 2. War ich hier bei den Bündchen. Und zwar eins rechts verschränkt, drei links. Habe entschieden, es wird einfach eine glatte rechte, auch eine Bumerangferse mit 2,5 gestrickt, also Bündchen 2,0 und der Rest mit 2,5 wird für meine Schwiegermutti werden. Und zwar eigentlich in einer Schuhgröße 40, jetzt in einer 41, weil die sich auch sehr gut ausdehnen tut. Und hier ist die zweite. Also ich finde, weil das ja auch die allererste ist, fand ich das hier sehr schön. Also hier ist das Lila und da kommt das Lila. Ich fand zwischen den Lilan die Farbreihe viel schöner als mit dem Lila. Und Türkis finde ich die Farbe auch schön. War zu selten. Hier ist zum Beispiel auch ein langer Rapport davon. Ja. Dann habe ich die Marine Dreams. Und zwar eins rechts, eins links Bündchen, eine Bumerangferse und dann habe ich dann angefangen, die zu stricken mit 12 Maschen pro Nadel und ich habe die Nadelstärke 2,5 genommen. Ja. Dass ich halt nicht so weit auseinander komme, weil Lochmuster tut sich ja ausdehnen. Und sie hat auch schmale Füße. Und hier sind zwei. Ich habe mit Rot und Orange genommen. Und ich kriege natürlich extra Punkte. Punkte vom Wolf Sockenschafkal, weil es Sneakersocken sind, zwei Stück. Eigentlich jetzt drei, wenn es mir einfällt. Ja, ich werde jetzt nochmal die einfügen, die Socken, die vom letzten Mal. Und werde dann ausrechnen, wie viel ich habe. Also, ich schätze mal, ich bin bei irgendwas mit 20. Ja. Dann kommen wir jetzt bei den weitergestrickten Projekten. Dinge. Und zwar ist es der Drops Design Sheep Heavens. Und zwar die Nummer 1942. Ich habe jetzt auch mal den Bildfehler vor.
Meine Mom ist ja ein bisschen weiter als ich. Ich muss ja weiter stricken. So sieht da aus. Ich habe jetzt nur den schmalen immer genommen, statt den breiten. Weil die schmalen sehen hier schöner aus. Das Weiße ist ein Rest, das Schwarz ist ein Rest. Und zwar habe ich, wie gesagt, von den großen Knollen, von denen ich ja schon mal gezeigt habe, Pitol. Da habe ich ja den Rest genommen. Das Weiße und das Schwarze. Und das hier unten ist Silber. Auch von den großen Knollen. Hier war ich das letzte Mal und das ist noch dazu gekommen. Stricke ich auf Knitpro Zinknadeln 3,0 auf 100er, 100 cm Seil. Ich muss jetzt noch ein paar Runden und dann darf ich auch die Ärmel abnehmen. Dann, weil wir ja gerade eh bei Knitpro sind. Was am meisten dazu gekommen ist, ich bin beim Clou 2, Teil 4 demnächst angekommen, wenn ich den Farbwechsel mache. Ich war, also Clou 1 ist der hier mit 1 und 2. Dann habe ich ja Clou 2 angefangen mit Reihe 3 minimal. Da war ich ja hier. Und so viel kam dazu. Ja. Und zwar sind das ja auch aus den großen Knollen. Und da habe ich auch eine Idee, was ich dann aus den Resten mache. Ich werde dann auch weiter den Clou 2 Teil 4 stricken und dann den Clou 3. Aber ich hänge gerade noch ein bisschen hinterher. Dann meine Babydecke. Zwar war ich das jetzt mal hier. Und das ist alles dazu gekommen. Ich habe bei den letzten Mal 14 Tagen war ich nicht viel weiter, aber diesmal nicht. Ich auch nicht so wirklich viel Zeit habe zum Stricken. Ich habe nebenbei die letzten 14 Tagen habe ich gebacken. Dann hatten wir ganz viel Besuch hier gehabt. Ja. Es ist Adi mit 3,0er gestrickt und zwar auch, ich glaube, ein 80er oder 100er Seil. Und die hier sind auswechselbare Stricknadeln und zwar bin ich, glaube ich, auch von Adi Zink. Die Nadelstärke 3,0 und ich glaube, eine 40er oder 60er Seil ist das. Aus so einem Set. Eigentlich aus so einem Holzset. Aber mir sind ja leider die Nadeln kaputt gegangen. Nicht durch die. Die sind ja beim Zumachen kaputt gegangen. Ne, beim Aufmachen. Ja, also ihr habt jetzt Fertigprojekte gesehen. Ihr habt jetzt, was ich weiter daran gestrickt habe. Ich werde jetzt noch ein Video reinfügen, wo ich euch die Socken zeige, also die Wolle von den Resten, die ich so halbwegs in einen Korb reingelegt habe und mal auseinandergepackt habe, das, wo meine Mama immer raussuchen tut. Ich werde auch noch ein Video noch hinzufügen danach. Das ist die nächsten Socken. Plus, dass ich einen Korb stricken tue für das Bad. Und es wird wahrscheinlich sich nochmal ändern tun. Also ich werde wahrscheinlich nicht alle Socken, was ich jetzt, also was meine Mom gezogen hat,
werde ich wahrscheinlich nicht alles stricken können, wenn es so sein sollte, wie ich es halt denke. Also davon will ich noch nicht viel erzählen. Ja, dann ist eigentlich noch auf der Nadel. Die Mütze ist nicht weitergekommen und die Handschuhe auch nicht. Ja. Es wird jetzt eigentlich nur noch ein bisschen spaßig werden. Und wie ich jetzt merke, ist das Video auch heute mal kürzer als sonst. Also wie gesagt, die nächsten 14 Tage ist eigentlich geplant, dass ich bei dem Sheep Heavens Pullover die Ärmel abnehmen kann und wahrscheinlich an den Ärmel weitergestrickt habe, weil ich eigentlich immer regulär mehr die Ärmel und danach den Körper weiter. Dass ich die Decke vorankriege und dass ich den Clou 3 anfangen kann. Soweit will ich eigentlich soweit stricken. Ja. Und die zwei Videos habe ich ja schon vorproduziert. Diese kleinen Mini-Einschnitte. Ja. Ist noch etwas auf meiner Liste? Der Mystery Call, also der Schal, ist von Anders Wolsicki, das kann ich euch noch mal sagen. Könnt ihr bei Revy oder bei ihr auf der Webseite kaufen. Dies alles verlinke ich euch. Die Socken, die ich machen möchte, die ich angeschlagen habe, alles, was geht, werde ich euch hinzufügen. Und die fertigen Socken. Achso, es wird bei Wolfsockenschaft, Karl ist nächsten Monat wieder extra Punkte. Und diese extra Punkte hat damit zu tun, weihnachtlich. Ich habe jetzt nicht mehr was im Kopf, deswegen, ich weiß nur, dass man extra Punkte für irgendwas Weihnachtliches auf dem Bild kriegt, bei extra Punkte zum Beispiel. Oder Wolle, ich weiß es gerade nicht. Also das ist noch. Mal gucken, wie viel extra Punkte ich bei jeder Socke hinkriege. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, eine wunderschöne Woche. Hoffentlich habt ihr die nächsten Tage besseres Wetter und schöneres Wetter als bei uns dann. Ja, ein Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Sorina. So, meine Leute, und zwar sind das die Jumpers, die 22923. Und zwar werden es der Farbe werden. Die Chassis Fell Full Steps, die 01202, sind die hier. Die Hockey Pocky 17342 ist die Farbe. So ein schönes dunkelbraun mit Orange und einen Zopf. Die Zöpfe wären die hier. Und als kleines Projekt habe ich mir wieder überlegt, in den zwei Farben zu machen. Und mal gucken, ob da was übrig bleibt oder nicht. Also sind jedenfalls keine Socken, nur die. Es wird wahrscheinlich noch mal was ändern, aber mal gucken. So, meine lieben Freunde, ich habe jetzt gestern Abend, also heute ist der 15. und zwar der 15.05. und 6:27 Uhr. Ja, es ist früher Morgen. Ich habe gestern Abend Wolle gewickelt und zwar allerbeste. Der ist gerade in Akkunst. Tour und mir galt gerade alles an, was nicht nadelfest ist. Ja, also wie gesagt, ich habe neue Zitter schreiben müssen, weil da ganz viele Knäuel noch dazu kamen, die ich letztes Mal nicht gezeigt habe. Ich musste auch welche wegschmeißen,
weil ich kurz gewickelt habe, ein paar Runden. Und danach ging es eigentlich sofort wieder ab. Oder besser, neues Knäuel. Und das hat mir nicht so wirklich gefallen. Und deswegen habe ich mir so gedacht, dann schmeiße ich es sofort weg. Eins ist davon auch, ich glaube, Socken wurde rausgeworden. Ja, also wie gesagt, den habt ihr jetzt nicht gesehen. Den hier, die hier alle, diese pastellfarbenen. Dafür habt ihr aber die hier alle gesehen, die drei Stück. Und die vier. Den da hinten. Die drei. Da hinten bei der Nummer 1. Also ich habe die nummeriert. Also die 1 zum Beispiel. Die 5. Die 7 ist noch dazu gekommen. Die 9 war schon. Ja, es sind aber noch welche in den Projekten drin, welche Zahlen, wie zum Beispiel die 17, 20, 28 und die 25. Gut, dann habe ich nur die 25 schon nochmal nummeriert mit den anderen, weil da ist ja nicht mehr viel. Ja, also so sieht es aus im Kinderzimmer gerade. Und bereitet sich gerade für meine Mom vor. Weil meine Mom kommt ja heute und ich habe gesagt, dann tue ich mal kurz mal mitnehmen. Die waren zum Beispiel in der Schachtel hier drin. Und die habe ich jetzt erst rausgenommen. Deswegen ein kurzer Einblick für euch. Ich hoffe, ihr seid nicht seekrank geworden.